Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der gar nicht ohne große Umschweife hier mal wieder ein bisschen weiter zockt. Ja, es geht endlich weiter und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein paar Events wieder zwischendurch, denn das wurde von euch gewünscht. Da habt ihr lange drauf warten müssen. Ich habe es auch lange schleifen lassen. Ja, Need for Speed hat jetzt auch ein bisschen pausiert oder Pause gehabt. Und ich liebe die Herausforderungsserie einfach nur, weil man hier jedes Mal einen anderen Wagen vor die Nase gesetzt bekommt und damit natürlich auch seinen Spaß haben muss. Ist mein Mikro an? Mein Mikro ist natürlich an, aber ich gucke es irgendwie immer wieder nach, weil es mir einfach Spaß macht, das nachzugucken und das rauszufinden, ob das wirklich so ist. Und ja, vielen Dank an mittlerweile über 11.000 Abonnenten, dass ihr hier täglich meine Videos schaut, meine Kommentare lest oder Kommentare abgebt. Mit mir schreibt, noch mit mir zu tun haben wollt, obwohl ihr mich jetzt mittlerweile in Real Life gesehen habt. Wir haben im Übrigen 7 Uhr morgens, Montag. Ja, das heißt, diese Aufnahme ist natürlich live. Warum bin ich schon um 7 Uhr morgens wach? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich mir jetzt so langsam auch wieder an eine normale Zeit gewöhnen will. Ich gehe abends um 22, 23 Uhr ins Bett, stehe um 5, 6 Uhr wieder auf. In der Hoffnung einfach, dass ich dann auch schon mal vorbereitet bin, wenn dann jetzt demnächst hier hoffentlich endlich mal Arbeit gefunden ist und dann dementsprechend hier die Party auch wieder abgehen kann, weitergehen kann. Ich werde, ja, eventuell... Was heißt, ich werde eventuell? Ich werde es definitiv so machen. Demnächst wird ein Projekt mal wieder beendet werden und dann werde ich mein Limit reduzieren auf insgesamt nur noch 3 laufende Projekte, denn ein laufendes Projekt ist annehmbar, 2 laufende Projekte ist ganz angenehm, 3 laufende Projekte ist gut und 4 laufende Projekte ist einfach nur die Hölle auf Erden, denn man ist eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag damit beschäftigt, nur noch aufzunehmen. Und das möchte ich eigentlich nicht haben, denn ich möchte auch noch ein bisschen Freizeit für mich haben und ich denke, ihr könnt das nachvollziehen, deswegen ziehe ich das einfach so durch. Und ja, herzlich willkommen erstmal wieder zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ich zeige euch wieder meine Skills, wir haben wieder jede Menge Spaß. Der Wagen geht eigentlich gut ab mit 200 Sachen, hat eine gute Kurvenlage. Ihr könnt mir natürlich mal wieder verraten, was es für einer ist. Es ist ein Toyota, so viel sehe ich auch, aber ich kann jetzt leider nicht lesen, was für einer. Ich glaube... Nein, ich kann es nicht wirklich lesen. Doch, ein Elegance. Das ist Toyota Elegance. Ist natürlich ganz elegant. Ich werde das Feintuning immer noch nicht benutzen und ich werde das jetzt so oft wie möglich erwähnen, damit es auch die letzte Brase hier mitkriegt und vielleicht auch schnallt. Wenn nicht, Pech gehabt. Tja, ich werde es trotz alledem weiterhin erwähnen. Denn es nervt einfach nur... Nein, es nervt nicht, aber es wird immer wieder gefreit. Immer wieder und 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 irgendwie, ja... Ist es dann doch mit der Zeit irgendwie ein bisschen unnütz, auch darauf immer wieder zu antworten. Ich mache es mittlerweile kaum noch, ihr macht das aber, um das einfach zu vermeiden, habe ich gerade auch den Speedtracker mal angeschmissen, beziehungsweise um zu vermeiden, dass ich da gegen die Wand knalle. Gut, hier musste ich es natürlich machen, weil die Kurve ein bisschen enger ist, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich ziehe das einfach so durch. Ihr wart davon begeistert, dass ich so verdammt schnell sprechen kann. Das ist auch mittlerweile antrainiert. Ich versuche das ein bisschen beizubehalten, aber ich versuche es so zu machen, dass ihr mich auch versteht, dass natürlich ein bisschen Action bei aufkommt, dass der Spaß auch da ist und dass es einfach nicht wieder zu viel wird. Denn mir selber ist es auch aufgefallen, dass man mich selbst nicht unbedingt immer verstanden hat. Und wir haben schon wieder ein Rennen gewonnen und ich muss sagen, die Herausforderungsserie geht wieder gut ab. Wir haben jede Menge Spaß. Ich hoffe, ihr genauso wie ich. Und ich habe noch keine Lust, irgendwie jetzt hier mit der Polizei meinen Spaß zu haben. Deswegen gehe ich erst nochmal zum nächsten Mautsteinrennen. Mit einem wunderbaren, das ist ein Toyota, verdammte Axt, was war denn das andere? Mitsubishi war es gewesen, ja, da wären bestimmt wieder 5 Millionen Kommentare da gewesen sein. Das ist der Toyota Supra, wie ich finde, sieht ziemlich genial aus. Auch dieses, obwohl es eigentlich kackbraun ist, sieht der Wagen dann doch noch relativ gut aus. Die Steuerung ist auch wieder mal, wie ich es gewohnt bin, also... sehr angenehm und es macht einfach Spaß hier zu fahren und mit der geilen Musik mit dabei geht das sowieso alles ab. Ja, die Party ist ab und deswegen müssen wir hier die nächste Mautstelle in unter 25 oder mit 25 Sekunden erreichen. Wir nehmen natürlich die Abkürzung dafür, das ist einfach viel geiler, besonders dann, wenn man hier so rumfliegt. Wobei wir etwas zu langsam waren, deswegen hinten aufgedötzt sind und ein bisschen Geschwindigkeit verloren haben, aber wir haben ja immer noch genug Zeit über. Ich sollte zwischendurch einfach mal wieder anfangen Luft zu holen. Ganz schlimm mit mir, ich weiß.
Ich kann labern wie ein Wasserfall. Ich versuche das auch zwischendurch einfach ein bisschen zu vermeiden, da ihr irgendwann ist die Konzentration von euch auch weg, genauso wie von mir, und dann laber ich nur noch Scheiße und ihr hört nur noch den Mist, und das wäre natürlich nicht ganz so toll. Und ich muss sagen, dieser Toyota Supra ist etwas arg langsam, wie ich finde. Also mit 180 Sachen, es ist ein Unterschied zu dem Mitsubishi, den wir davor hatten. Ja, es war ein Mitsubishi, ich hoffe, ja, ich weiß nicht, jetzt schon, dass wieder 5 Millionen Kommentare darauf kamen. Das war aber nicht. Ja, ihr seid die Auto-Nerds schlechthin und ihr habt Gefallen daran gefunden, hier mit mir diese Rennen zu absolvieren, den Spaß einfach rüberzubringen, den das Spiel gibt. Und ich muss ehrlich zugeben, mittlerweile habe ich wirklich den Spaß wiedergefunden, besonders nicht nur an Need for Speed, nein, ich habe den Spaß auch wiedergefunden einfach an Serienspielen. Das heißt, ich suche mir irgendwelche Serien an Spielen raus, wie zum Beispiel Need for Speed, da gibt es ja mehrere Teile. Wie zum Beispiel Lego-Spiele, da gibt es ja auch mehrere unterschiedliche. Es macht einfach jede Menge Spaß. Und ich denke, darauf wird demnächst erstmal mein Hauptfokus liegen. Ihr könnt mir natürlich sagen, wie ihr das findet. Wir haben hier 14 Sekunden Vorsprung. Ich gebe mal hier ein bisschen Noss hinter, damit wir hier mal aus dem Pumper kommen. Denn ich möchte natürlich den Blue-Effekt hier auch mal zwischendurch haben. Wobei das mit dem Toyota ein bisschen schwieriger ist. Der fährt zwar jetzt 240 Sachen oder 250 Sachen mittlerweile, aber sobald wir einmal kurz lenken, na, ihr seht es auch schon, der geht einfach so schnell wieder runter und der kriegt die Geschwindigkeit neu nicht so schnell wieder drauf, wie ich es gerne hätte. Ja. Ich habe mich bei einem StarCraft 2 Shoutcaster eingeschlichen. Ich werde das Video, wenn es denn online kommt, beziehungsweise die Videos, ja, wir haben mehrere gedreht, online natürlich bei mir auf der Kanalwand mit verlinken, beziehungsweise stellen. Seid ihr einfach mal überrascht, was da kommen wird. Und ich denke mal, deswegen ist auch gerade so die Art und Weise, wie ich spreche, wie bei so einem Shoutcast, denn da geht's ja immer zur Sache, da geht's die Party ab, da werden auf Situationen eingegangen und ich muss sagen, ich find's genial. Habt ihr eigentlich Interesse, dass ich das vielleicht auch mal selber mache? Hat euch das mit dem Livestream gefallen? Wo wir gerade bei Livestreams sind, ja, demnächst wird hoffentlich auch mal wieder einer kommen. Derzeit war die Lust nicht wirklich da, beziehungsweise habe ich auch keine Spiele so, die ich in Livestream spielen möchte, derzeit auf der Platte. Aber vielleicht lässt sich da ja etwas machen, beziehungsweise irgendwas Schönes finden. Und ich denke, ein Mautsteinrennen schmeiße ich jetzt noch hinterher und dann wenden wir uns vielleicht noch eine Verfolgungsjagd zu oder setzen uns direkt mal daran. Oh Gott. Was zum Teufel bist du? Ein Subaru! Subaru! Ein definitiv japanischer Wagen, den man auch fast gar nicht erkennen kann an der Optik, denn die Japaner stehen auch so welche Wagen, so Kleinwagen. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt gehabt in irgendeiner Need for Speed-Folge. Und der Wagen, der kommt ja gar nicht aus der Pötte. Also, das könnte wieder ein interessantes Mordstellenrennen werden. Aber dadurch, dass er natürlich keine Geschwindigkeit besitzt, kann man hier ziemlich gechillt in jede Kurve reingehen. Mit Vollgas in Anführungszeichen, denn ob weiß ich jetzt wirklich, ob das hier man als Vollgas bezeichnen kann. Aber ja, die Herausforderungsrennen sind eben gerade nicht so schwer, beziehungsweise die Mautsteinrennen, deswegen haben wir immer einen guten Zeitvorsprung. Können dementsprechend eigentlich auch Unsinn machen, aber ich versuche es natürlich zu lassen. Und da spawnt er seine Polizei oder auch nicht. Ich dachte, hier gäbe es direkt ein Polizei-Warp-In, aber nein, das kann man natürlich nicht. Ah, ist das toll. Ich bin mal wieder herrlich bekloppt drauf, ihr merkt das auch schon. Ja, ich sollte echt zu weniger Shoutcast gucken. Ich habe mir, bevor ich jetzt angefangen habe mit Aufnehmen, noch ein bisschen Homer J angeguckt. Und ich muss sagen, derzeit mit Baden Reaper und Chris aka Boot 1234567890 mein liebsten Links-Shoutcaster. Weil es macht einfach nur jede Menge Fun, denen dabei zuzusehen. Die gehen richtig gut mit ab dabei und das ist das, warum das Feeling rüberkommt. Ich hoffe auch für diese Leute, dass sie gefunden werden, gesehen werden, eventuell auch die Möglichkeit bekommen, irgendwie mal bei Events dran teilzunehmen. Das heißt, das Ganze mal live zu shoutcasten, so wie es in Korea ja schon seit Jahren mit StarCraft 1 gemacht wird. Denn sowas ist einfach nur Bombe. Ich selbst würde es auch gerne machen, aber ich weiß nicht, ob
ich jemals für sowas gefunden werden würde. Wie gesagt, meine Frage an euch, würde es euch interessieren, StarCraft 2 Replays bei mir Shoutcasts zu bekommen? Ich habe natürlich dann nicht die Ultra High End Super Grafik ein.